Willkommen bei Forever Skies zurück im Luftschiff nach dem großen Umbau letzte Folge. Sind wir hier eigentlich jetzt relativ gut aufgestellt. Material sah soweit gut aus, so dass wir uns jetzt langsam aber sicher auf den Weg machen könnten, um den ersten Erdfahrstuhl zu erreichen. Jetzt gucken wir mal hier eben. Ja, das sieht doch gut aus. Ein bisschen Luft zugelegt, also ein bisschen Reserve. Kochen läuft noch. Nach dem Intro fliegen wir los. So, und eigentlich, ganz ehrlich, bräuchte ich noch ein paar kleine Kisten, ne? Also 2 Tage, wenn Essen wenig wird, dann baue ich die auf. Aber ich dachte mir hier noch so eine, ja, und dann bauen wir jetzt 2 Kisten rein hin. Vermutlich besser, ne? Printing completed. Ich dachte mir, wenn wir die nämlich so bauen hier, dann komme ich immer noch an die hintere dran. Und dann fangen wir hier mal bei der an, Synthetik und so ein Kram einzulagern. Hier Flicken werden wir bald mehr brauchen. Essen, Öle. Ja gut. Exposit, keine Ahnung. Treibstoff und hier vorne das überschüssige Zeug. Gut, dann würde ich sagen. Ich guck mal auf die Karte, wo ich hin musste. Das ist mir noch nicht so ganz, aber von der Seite fliegen wäre noch da, also. Schade eigentlich, das wäre auf der Seite besser gewesen, weil ich immer rüber geguckt habe. Jetzt gucken wir hier hin, so. Ah, mir ist noch was eingefallen, Moment. Wie wäre es eigentlich, wenn ich mir hier vorne da und da, nein, das war schlecht. Das war jetzt schlecht. Kann ich auf dem Glasboden das Steuerding hinstellen? Ja. Hä? Das ist doch geil hier. Ein Glasboden, damit ich sehen kann, wo ich hinfliege. Finde ich total genial. Mal gucken, ob ich das... Oh, aber da gehört Mut zu, auf sowas drauf zu gehen. So, jetzt könnte ich eigentlich perfekt sehen, wo ich hin muss. Am besten wäre es eigentlich, wenn ich überall hier Glasböden bauen würde. Soll ich das mal in Angriff nehmen? Hier hinten vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn man so ein bisschen guckt. So, was fehlt mir jetzt? Nein, nein. Was habe ich getan? Jetzt kann ich auch nach unten bauen. Super. So,
Okay, dann sind wir schon wieder am Limit mit der Synthetik hier. So, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das so mache, müsste ich hier durch diese Glasböden, kann ich jetzt super sehen, wo noch was ist, und dann müsste ich eigentlich sehr gut dazu kommen, dass ich, wo ich noch was habe, was ich abbauen kann. Das ist aber hier nach rechts einschwenken, ist echt gefährlich. Da sieht man ja gar nichts. Also ich möchte eigentlich noch ein paar Glaswände haben, damit ich einfacher sehen kann, wo ich hinfliege. Das war vorher, wo es nämlich durchsichtig war, wesentlich einfacher. So, Baumenü. Fensterwand. Gucke mal. Mal gucken durch. Finde ich wesentlich angenehmer als diese ganzen Metallwände hier. Okay, jetzt habe ich das Problem, ich kann natürlich dann keine Wandbehänge mehr anscheinend hinbauen. Testen wir sofort mal. Ja doch, geht dran, alles klar. So, ich weiß, wir wollten zu dem Fahrstuhlding fliegen, aber ich finde gerade diese Verbesserung noch extrem wichtig, damit das Schiff viel einfacher steuerbar wird. Ja, ich muss mich mal einfach mal ein bisschen hinsetzen demnächst. Ups. Und einfach mal so eine halbe Stunde vielleicht mal farmen. Offscreen, um einfach genug Materialien zu haben. Aber hierfür reicht es ja jetzt. Wandbehang entfernen. Welchen Wandbehang? Alles klar, da ist die Turbine draußen dran. Okay, da kann ich also keine Glaswand machen, habe ich dann auch nicht vor. Oh, das heißt,
Hier sehe ich jetzt, was von der Seite kommt. So, ich finde das... So kann man es lassen, oder? Ich finde, so sehe ich jetzt auch sehr, sehr viel, wo ich hinfliege. Was Phase ist hier. Und irgendwann habe ich mal versehentlich den Glasboden weggemacht und fall in die Tiefe. Ich kenne mich. So, gut, dass ich hier hingegangen bin, hä? Kaputter Schiffsarbeitsplatz. Ah, erzeugt neue Schiffsausrüstung. Sehr schön. Was mich dazu bringt, dass ich mein Gerät hier nochmal auflade. Und ich konnte doch hier Schiffsarbeitsplatz. Ah, guck mal. Oh, ich habe so wenig Glas jetzt. Und ich könnte die Stationsverbesserung bauen, wenn ich genug Polymer hätte. Synthetik und Pflanzenöl machen wir auch mal in Ruhe beim nächsten Mal. So. Also. Höhe gewinnen. Schiff ausrichten. Und Gas geben. Den ignorieren wir da unten jetzt einfach mal. Wir kommen diesem komischen Gestrüpp da näher. Ich würde mal sagen, ich übernehme jetzt die Steuerung. Ich muss dieses Gestrüpp hier umfliegen. Das richtig cool mit diesem Glasböden und der Glaswand. So, und das da ist anscheinend das... Nee, das ist gar nicht das Ziel.
oder? Doch, das ist das Ziel. Sehr gut. So, ich bin echt gespannt, was da vorne auf uns wartet. Unbekannter Ort erreicht. Hier sind ganz viele Frachtcontainer auf alle Fälle drauf. Und genau hier werde ich jetzt anlegen. Und zwar so, dass das Cockpit nach Möglichkeit vorne rausguckt. Steige in den Underdust hinab. Analysis completed. No unidentified objects were detected. So, den können wir hier runterlassen. Da können wir nämlich wunderschön farmen. Den Scanner sollte ich vielleicht mitnehmen. So. Und jetzt kommt die Kiste wieder hier ins Spiel. Metall ist voll. Das ganze Zeug könnte man noch sammeln. Hier haben wir fast 100 voll. Na ja, komm, wir gehen mal ein bisschen gucken, was dieser Frachtkram hier macht. Ein Aufzug, der unter die Staubschicht fahren kann. Wir vermuten, dass unter dem Staub die seltensten Ressourcen und Archive mit vergangenen Forschungen liegen. Auch wenn viele Technologien mit der Zeit verloren gegangen sein mögen und es möglich ist, dass sie nicht wieder geborgen werden könnten, haben wir doch immer noch die Hoffnung, im Staub wirst du sehr schwer atmen können. Je tiefer du gehst, desto dichter und giftiger wird er. Du wirst fortgeschrittene Anzugfilter benötigen, um die Welt unter dem Staub erkunden zu können. Du könntest diese Art von Filtern in den Ruinen alter Labors finden. Es besteht ein hohes Risiko, dass du bei der Erkundung sterben wirst. Sei bitte vorsichtig. Schön, die machen mir ja richtig Mut hier gerade. Sehr beruhigend. Sehr, sehr beruhigend alles. Was habt ihr hier? Immer noch nichts. Jeden Tag schaue ich in den Himmel. Ich zähle die Sterne und hoffe, dass ich einen mehr als sonst sehe. Sie müssen da sein. Ich entscheide mich dafür, daran zu glauben. Nicht alles ist verloren. Eines Tages werde ich etwas sehen, dass eine Raumstation sein könnte, die die Erde umkreist. Dann habe ich den Beweis, dass wir noch einen Grund zur Hoffnung haben. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Und auf der Raumstation gab es Probleme, würde ich sagen. Und hier bin ich. Aber dürfte ich das hier nichts bis jetzt zu finden war.
Hier ist ja echt gar nichts an Ressourcen. Okay, der Computer hat keinen Strom. Gelange zum Labor. Erforsche den Bereich unter dem Staub. Finde den Abstieg unter dem Staub und untersuche, was die vorherige Expedition dort gefunden hat. Underdust Forschungslabor. Verlorene Expedition. Unser Laborgerüst fiel dem Smog zum Opfer. Die Halterungen brachen ab und all die Ausrüstung stürzte hinab. All die Werkzeuge und auch unsere einzige Virenprobenanalysatoren. Menschen kamen ums Leben. Wir müssen ein Team zusammenstellen, um die wichtigsten Daten zu bergen. Es gibt nur wenige Freiwillige, denn dort unten ist es unmöglich zu atmen. Die Filter der Masken verstopfen nach einer Weile. Glücklicherweise haben wir einen Prototypen einer Sauerstoffflasche, die länger hält. Wir brauchen nur noch den Handextraktor, um durch die Trümmer zu kommen. Und dann können wir weiter. Ich bete, dass wir da draußen nicht wieder diese Stimmen hören. Stimmen? Okay, hier sind ein paar Metalle. Ja, super. Hier sind auch noch ein paar Metalle. Die könnte ich ja abbauen. Okay, guck mal hier im Biodrucker. Flaschen, Armbrustbolzen, kann ich alles bauen. Okay, guck's dir an. Ich habe hier Lagerkisten, damit ich alles Mögliche mit nach oben bringen kann. Ja, das sieht nice aus. So, aber... ich weiß, das ist jetzt ein gemeiner Cliffhanger. Aber die Folge ist von der Zeit her zu Ende. In der nächsten Folge fahren wir nach unten und gucken uns an, was wir dort finden werden. Armbrust ist am Start. Scanner ist am Start. Ich glaube, in der nächsten Folge wird es actionlastiger und gefährlich vor allen Dingen. Also, schaltet wieder ein, wenn es heißt Forever Sky. Bleibt gesund und bis morgen.